Herzlich willkommen bei 1000 PS TV. Wir stehen hier neben drei Honda Motorrädern und wir werden uns heute im wunderschönen Taunus anschauen, mit welcher es sich am genüsslichsten touren lässt. Wer sind wir? Ich stehe neben der Honda Africa Twin DCT, bin der Bocki. Der Tibor steht neben der Goldwing DCT. Ich bin ein absolut unerfahrener Motorradfahrer, was Double Clutch Transmission heißt, also Automatik. Und die Juliane? Ich stehe neben der NT 1100 DCT und bin ebenfalls ganz unerfahren, was DCT angeht. Wird spannend, bleibt dran! Man merkt natürlich, der Tibor ist wirklich noch nie DCT gefahren, sonst wüsste er, dass es Dual Clutch Transmission und nicht Double Clutch Transmission heißt. Ja, aber genau um solche Sachen herauszufinden, werden wir uns heute auf den Weg machen. Wir werden uns von Kalimoto eine nette Tour durch den Taunus berechnen lassen. Und ich habe ja die Africa Twin mit Handschaltung als Privatmotorrad und würde gerne auf der beginnen, wenn es okay ist. Juliane, womit fangst du an? Dann starte ich mal mit der NT 1100, weil die Africa Twin bin ich schon mal gefahren und dann würde ich jetzt einfach mal mit der starten und dann später auf die Goldwing dann umsteigen. Bin ich sehr gespannt drauf. Und dann natürlich auch noch die Africa Twin. Und ich freue mich, dass ich einfach mit der Goldwing beginnen kann, weil wenn cruisen, dann richtig. Unsere Ausfahrt hat uns jetzt hier quer durch den ganzen Taunus an die Saalburg geführt, eine römische Ausgrabung. Also hier sind schon lange Menschen unterwegs und ich verstehe warum, muss ich sagen. Ich fand es richtig schön. Ja. Ich habe eine echt interessante Seite von Deutschland kennenlernen dürfen und hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl es jetzt nicht die vielleicht riesigen Berge sind, die man aus Österreich kennt oder den Schweizer Alpen oder so, aber es ist zum Motorradfahren ein echter Traum. Juliane, dieser Traum hat sich für dich auf welchem Motorrad jetzt aus dem Bauch heraus am besten angefühlt und warum? Also ich muss sagen, am besten auf der Africa Twin. Die war für mich sofort, also ich habe mich total pudelwohl auf der gefühlt. Ich finde die Sitzposition genial. Ich mag das mit so einem hohen, breiten Lenker. Dieser schmale Sitz ist wirklich super. Und ich finde auch optisch, finde ich sie am ansprechend. Am ansprechendsten von allen. So, also ich habe mich, wie gesagt, total wohl drauf gefühlt. Und auch zum Rangieren fand ich die einfach, wenn man wirklich mal um eine enge Kurve rum muss oder wenn wir umgedreht haben. Da war das einfach für mich das beste Modell. Okay, schieße ich die Frage gleich an dich weiter, Tibor. Welche und warum? Ich hätte zwei Antworten. Zum einen, zum Cruisen finde ich diese Goldwing. Ich bin noch nie eine Goldwing gefahren. Ja, es gibt ja andere Modelle von anderen Herstellern. Cruiser, Bagger, wie man sie alle nennt. Aber das fand ich schon sehr, sehr cool. Jedoch war ich so überrascht von dem Platzangebot auf der Africa Twin. Unglaublich. Also, was Juliane gesagt hat, der breite Lenker, den vermisse ich auf der NT. Ich bin der Meinung, je breiter der Lenker, desto mehr Hebel habe ich, desto einfacher ist das Motorrad zu bewegen. Und deswegen ist für mich mein Highlight eigentlich auch gewesen, die Africa Twin, weil ich auch noch auf dieser Sitzbank so viel Platz haben, nach vorn, nach hinten, dieser breite Lenker, das fühlt sich sicher an, es gibt Sicherheit. Mhm. Und gerade bei diesen kurvigen Straßen, die wir gefahren sind, das war klasse. Wobei ich von dem Cruiser absolut überrascht bin, was der kann. Ja. Aber ich muss dazu noch ergänzen, also wenn du mich jetzt fragen würdest, für welche ich mich entscheiden würde, wäre es die Africa Twin auch aus dem Grund, weil sie halt am vielseitigsten einsetzbar ist. Das heißt, wenn ich auch mal Schotter fahren möchte, dann ist das natürlich das passende Gerät dazu. Wenn man jetzt die Optik weglässt, also mein Geschmack, und ich nur Straße fahren würde, enge Kehren, dann ist sogar die NT 1100 noch handlicher, muss ich sagen. Und natürlich mit 17 Zoll Vorderrad und
Das ist natürlich noch handlicher und flinker. Aber ja, aber wie gesagt, das Gesamtpaket, da würde ich sofort die Afrika Twin nehmen. Ja, ich muss jetzt hier als Afrika Twin Besitzer, glaube ich, nicht sagen, welche ich mir nehmen würde. Nein, tatsächlich für mich auch die Afrika Twin, die eierlegende Wollmilchsau. Aber, ein ganz großes Aber, die NT, für die muss ich eine Lanze brechen, weil sie hat hier ein bisschen einen schweren Stand. Zum einen steht sie zwischen zwei absoluten Legenden. Also Dakar-Siegerin, Route 66-Bezwingerin. Also das sind wirklich zwei Motorrad-Ikonen. Und die ist jetzt, wenn man so will, ein bisschen der spießige Vertreter in diesem Trio, der aber alles verdammt gut macht, ja, finde ich. Also was man nämlich auch noch sagen muss, für einen echt attraktiven Preis. Also ja, auch das ist ein unfairer Vergleich insofern, weil es ist ja kein richtiger Vergleich heute. Wir stellen einfach drei Motorräder so ein bisschen vor, weil ein direkter Vergleich macht keinen Sinn von einem Motorrad, das so wie es da steht in Deutschland, 37.000 Euro kostet mit der Goldwing. Die liegt bei unter 15.000 und die Afrika Twin Adventure Sport mit dem DCT und mit dem elektronischen Fahrwerk kommt auch auf 19.300. Also hier haben wir sozusagen ein bisschen den Budget-Tipp, der am Ende des Tages in allen Bereichen wirklich gut funktioniert, auch wenn sie vielleicht nicht so dieses Emotionale bei mir auch nicht hervorruft, wie eine Afrika Twin oder eine Goldwing, die für mich überhaupt one of a kind ist. Und das ist einfach eins dieser Motorräder, wo ich sage, das musst du einmal in deinem Leben gefahren sein. Auf jeden Fall. Ich glaube, kaufen ist nicht für alle drin, aber einmal auf so einem Ding fahren, allein dieses majestätische elektrische Windschild, wie sich's vor dir auftürmt, richtig außerhalb dieser Welt. Und ich glaube auch, wir sind ja heute auch alles zu zweit gefahren. Auch hier vielleicht ein Thema. Juliane, du bist hinten bei mir drauf gesessen, beziehungsweise beim Tibor drauf gesessen. Und wir haben vorher schon ein bisschen geredet, du hast gesagt, das ist echt außerhalb also der Liga. Aber sowas habe ich noch nie erlebt. Mal. Das war so entspannt. Also selbst erstmal ist es schön, wenn man wirklich einschläft, weil es so komfortabel ist. Also ich saß noch nie wo hinten drauf, was so komfortabel war. Dann mit den, kann man schön die Arme ablegen und also wenn man da wegpennt, dann fällt man nicht hinten runter. Und es war so komfortabel, selbst wenn wir uns nicht mögen würden, dann kann man da auch richtig Abstand halten. Das ist jetzt genau bei der Afrika Twin anders, weil da fällt der Sozio-Sitz so ein bisschen nach vorne ab. Und das heißt, ich rutsche dann immer näher, also es ist dann besser zum Kuscheln. Und bei der NT war es so die goldene Mitte. Es sind alle bequem zum Mitfahren, man hat mega viel Platz. Und bei der NT war halt der Sitz hinten noch ein Ticken bequemer als bei der hier. Aber wirklich, Kniewinkel war immer total entspannt. Man hatte immer genug Möglichkeiten, sich noch festzuhalten, ob am Fahrer vorne oder hinten. War super. Ja, also ich glaube auch mir als Fahrer ist es so gegangen. Auf der Afrika Twin hat man dieses bisschen beim schärferen Anbremsen, dass der Hintermann nach vor rutscht oder die Sotia nach vor rutscht. Das haben sie bei der NT besser gelöst, weil sie hier den Sitz, da haben sie so eine Art Keil eingebaut, das ist auch abgesteppt, also da verhindert das und das ist nicht so steil nach vorn geneigt. Also echt hier die bessere Lösung. Und auf der Goldwing, wie du gesagt hast, also selbst in einer zerrütteten Ehe kann man noch gemeinsam auf Urlaub fahren, weil da hat man echt nichts miteinander zu tun. Und bei der Goldwing hast du ja sogar noch Sitzheizung. Ja, also feature-technisch. Ende nie. Wahnsinn. Und für mich ist die Goldwing auch das Fahrwerk, das ist so ein fliegender Teppich. Also man fühlt sich da einfach total wohl drauf. Und jetzt kommen wir vielleicht mal zum Verhalten auf schlechten Straßen. Tibor, wie ist das dir gegangen auf der Goldwing? Es ist trotzdem sehr, sehr komfortabel. Also wir hatten ja ein paar Stellen, wo es einfach uneben war oder wo eben Beruhigungen waren oder Bodenunebenheiten. Also ich fand es sehr komfortabel und das, wie du sagst, dieser fliegende Teppich, das trifft es eigentlich am besten. Weil es macht Spaß. Es ist ein ganz, ganz entspanntes Cruisen mit dieser Scheibe, mit dieser Sitzposition. Was ich mir wünschen würde, wäre ein Ticken breiterer Lenker. Ja, das ist einfach so von der Haltung her, durch das, dass es ja eh nicht um Windschnittigkeit geht. Ja, wir haben Winglets oder Spoiler oder wie man es auch immer nennen möchte und breit ausstehende Spiegel. Dann könnte ich noch ein bisschen breiteren Lenker hinmachen, das würde ich mir wünschen. Aber ansonsten unterstrichen mit nicht dem Doppel, sondern mit dem Dual Kupplungsgetriebe ist es für mich, es ist echt augenöffnend. Es ist echt augenöffnend. Die erste halbe Stunde war für mich, wenn man dachte, was ist jetzt los? Aber dann, der ganze Tag. Wobei mich das jetzt wundert, dass du sagst, erzähl. Mit dem breiteren Lenker, weil
wir waren am Parkplatz, sind da stehen geblieben und der Tibor so einhändig die engsten Kreise voll lock im Lenkrad, und das ging mit dem DCT eigentlich gut. Du hast dich zuerst nur reinfühlen müssen, aber coole Sache eigentlich, oder? Würde ich auch sagen. Also es ist ein entspannteres Motorradfahren. Ob man das jetzt vergleicht, das ist natürlich schwierig. Es gibt eine eingeschworene Gemeinde beim Motorrad und das muss ein Shifter haben und. Jetzt gehst du auf die Rennstrecke, dann drehen sie den Shifter um, jetzt kommen die damals die ersten, jetzt wieder welche mit einer Daumenbremse. Also es wird ja eh immer experimentiert. Und deswegen bin ich auch offen dafür, für dieses DTC. Denn, ich sage dir ganz ehrlich, es ist ein anderes Motorradfahren, aber es ist ein entspanntes. Und ich würde es wirklich vergleichen wie mit dem Auto. Du bist am Machen, am Tun, Kupplung drücken, schalten und so. Ja, ist geil, ist emotional. So, jetzt fahre ich DTC, ich fahre ein Automatikauto. Und es hat genauso Vorteile. Mhm. Und das ist genau das, was es ausmacht. Und am Anfang habe ich wirklich gedacht, so, wow, das wird schwierig. Aber jedes Motorrad für sich, es ist wirklich ein Highlight. Und ich hab echt gedacht, wenn ich hierher komme, ich tue mir schwer, weil warum soll ich das gut finden? Das ist wirklich gut. Und ja, da muss ich auch, bitte. Also so ging es mir genauso. Wir wollten den Test hier machen und dann dachte ich mir vorher einfach nur so, DCT will ich nicht, brauche ich nicht. Aber ich habe mich jetzt heute echt umstimmen lassen, weil es tatsächlich, also es ging ja bei unserer Fahrt direkt mal los in den Stau rein. Das war so entspannt, also es war total gut zu dosieren und total entspannt einfach da so dahin zu cruisen, auch wenn es nur ganz langsam ist. Und es hat vielleicht 2 Minuten gebraucht und dann hatte man sich sofort dran gewöhnt. Und für mich war der entscheidende Punkt der entscheidende Punkt, der es für mich dann total gedreht hat von meiner Wahrnehmung, war, als du mir gesagt hast, hey, schalt unbedingt in den Sport S2-Modus, statt nur diesen Drive, wenn man zweimal drauf drückt, dann geht es in den S2, weil dann hat es wirklich so präzise genau geschalten und man konnte auch Kurven einfach total entspannt fahren, ohne dass es immer in 6. Gang geschalten hat, weil am Anfang dachte ich mir, boah, jetzt bin ich schon wieder im 6. Gang und es tak, 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 und du denkst da dir, muss man sagen, das kenne ich ganz genauso, und das betrifft aber nur die 1100er DCT-Modelle, weil die Goldwing hat das 7-Gang DCT und da schalten wir ja die Modi durch, da gibt es das D und S nicht, sondern da habe ich die Modi Tour und Sport und dann noch Rain und Economy, wobei bei dem Verbrauch von Economy zu sprechen, ist im Verhältnis zu dem, was man bewegt, wirklich immer noch gering, aber ist nicht super sparsam. Also ich glaube, so zwischen 7 und 8 Litern wird da schon durchfließen. Bei der habe ich geguckt, da waren es 5,1. Genau, also die beiden sind sicherlich sparsameren Motorräder und trotzdem geht einem, finde ich, leistungsmäßig ab. Also die sind richtig gut und ja, es ist hier das ganz neue DCT drin. Es ist in der NT und in der Goldwing ein bisschen älteres DCT drin. Warum? Die haben beide noch das ohne Schräglagenabhängigkeit, weil die Africa Twin ist auch die einzige mit diesen 6 Achsen IMU, die eben Traktionskontrolle und ABS schräglagenabhängig macht. Und da ist es dann vom Eingriff her, finde ich, noch eine Spur besser gelungen. Also da merkt man das Upgrade zum 22er Modell. Wir hatten genau das Motorrad 2020 im Dauertest bei uns. Und muss ich sagen, ist echt ein Schritt nach vorne gelungen. Also das wird immer besser. Und ich habe ja mit dem Vara Hannes, ihr kennt ihn, Kilometerfresser, der auf seiner 1000er Africa Twin mit DCT mittlerweile über 400.000 Kilometer oben hat. Der schwört drauf, der wird auf nichts anderes mehr umsteigen, der will das genauso. Und auch, man hat früher sich gedacht, okay, vielleicht hält das dann nicht so lange oder die Instandhaltungskosten werden höher sein, aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Das wird jetzt alle 48.000 Kilometer einmal überprüft, quasi ein bisschen dieser Schaltstaub ausgeklopft in dem System und dann wird das wieder eingebaut. Und er fährt seit über 400.000 Kilometern mit demselben, also das DCT bei ihm hält seit 400.000 Kilometern mit einem Service alle 48.000, that's it. Also wirklich beeindruckend. Insofern auch Leute, die sich wegen der Langlebigkeit Sorgen machen, das ist unbegründet. Also gerade in den Goldwings auch gibt es in Österreich jetzt nur noch mit DCT. In Deutschland gibt es schon noch als Handschalter auch. Aber in der Goldwing, finde ich, ist das genau das Richtige. Also da bist du echt angekommen. Und ja, die sportlichen Ambitionen, vielleicht wenn wir da auf dieses Schnellfahren noch ein bisschen eingehen wollen, es ist mir so gegangen, auf der Goldwing, es geht dann immer ein bisschen mehr, als man eigentlich glaubt. Aber wenn man schleift, ist dann halt auch mal rasch vorbei. Die Africa Twin und die NT hingegen lassen sich richtig sportlich bewegen. Juliana, welches ist dir da sozusagen beim Schnellfahren und sportlicher Fahren am besten gegangen?
Da am besten auf der NTF 100, da merkst du einfach das 17 Zoll Vorderrad und die ist halt einfach noch wendiger. Und da war für mich auch ein entscheidender Punkt, dass du einfach dann auch manuell schalten kannst, obwohl du im Automatikmodus bist. Du willst schnell überholen, drückst auf den Knopf und schaltest runter, kommst easy vorbei oder es kommt eine schnelle, enge Kurve, dann auch schnell runterschalten. Das hat es dann für mich auch total ausgemacht und da gewöhnt man sich auch super schnell dran. Da habe ich am Anfang gedacht, dass ich da bestimmt länger brauchen werde, allgemein, um mich an das alles zu gewöhnen, dass man da keine Kupplung hat etc. Also es ging so schnell, ich war überrascht, wie schnell. Und ja, also. Tibor, deine Meinung, sportliches Fahren, wo? Die NT 1100. Was ich mag, sind natürlich die kleinen Laufräder zur Africa Twin, die kleineren. Das kürzere Fahrwerk, das straffere Fahrwerk, das ist auf alle Fälle das sportlichere Motorrad, mit dem ich schneller fahren kann. Und was ich toll finde von Honda, dass sie jetzt hier, ich bin zwar ein Fan vom großen Lenker, vom breiten Lenker, da haben sie es ein bisschen schmäler gemacht. Klar, fürs Gelände ist es nochmal besser, mehr Handling zu haben. Und was mir extrem aufgefallen ist, wie gut die beiden hier bremsen, sowohl die Goldwing als auch die NT 1100 mit wirklich Vollbremsung aus 60. Und wie die Africa Twin durch das hohe Fahrwerk, ABS natürlich, alles eingeschalten und so weiter. Klar ist ein Offroad oder ein Offroad-Modell. Das war schon nochmal eine andere Nummer. Aber das ist das, was wir gerade vorhin gesprochen haben. Also ja, sie vergleicht sich mit der Africa Twin und nicht unbedingt der Goldwing, aber zwei Legenden. Mhm. Und jetzt sind wir da. Also die macht schon ganz viel gut. Ja, ich fand es auch hier entscheidend. Wie war es denn bei dir? Du, bitteschön. Ich fand es auch hier entscheidend, dass wir dann vorne das straffer eingestellt haben, weil wir es am Anfang sehr weich hatten. Dann haben wir im Menü das auf straffer gestellt und dann federst du halt nicht mehr ganz so stark ein, aber natürlich immer noch mehr als bei der NTF 100. Und man hat halt natürlich hier viel mehr Federwege, ist ja eh klar. Aber man hat hier immer noch viel Federweg bei der reinen Straßenmaschine. Es gab 150 mm oder so. Ja, und das ist echt viel, finde ich, aber es macht es total komfortabel beim Fahren. Also ich finde es total angenehm. Ja, ging mir auch so. Ich glaube, dass ich auf der Africa Twin trotzdem schneller bin, weil ich einfach das Motorrad so gut kenne und mich da mehr sozusagen wohlfühl drauf. Aber objektiv betrachtet, klar, der 180er Hinterreifen tut sich leichter beim Kraft übertragen, weil wir haben ja doch über 100 Newtonmeter Drehmoment. Da zieht schon was am zerrt was an der Kette. Und die Africa Twin hat das auch. Gewichtsmäßig schenken sie sich gar nicht so viel. 250 Kilo hier, 254 auf der 1000 PS war gemessen hier und hier mal über 390 Kilo. Also aber wir haben ja auch Airbag und wir haben den Sozius-Aufbau also und das Doppelkupplungsgetriebe. Also Dual Clutch. Ja. Nicht aber auf Deutsch kannst du es so sagen, oder? Doppelkupplungsgetriebe, nur auf Englisch heißt nicht Double. Ja, es ist bei uns halt nur genau. Doppelkupplungsgetriebe. Oh, okay, ja, also dann war es ja gar nicht so weit weg. Oh, gut. Genau. Semantische Verwirrungen. Also wir fühlen uns zu weit weg. Vielleicht, weil wir gerade die Gewichte angesprochen haben, vielleicht auch noch kurz die Zuladung, weil das ja auch immer Thema ist. Das sind Reisemotorräder, du willst damit unterwegs sein. Aber und wir bringen ein bisschen Gewicht mit. Ja, die Juliane ist ja wieder leicht, aber ja, tatsächlich hier, ob die schon mit Koffern ausgerüstet wird, das sind übrigens Serie NTs mit 194 Kilo. Die, wo du am geringsten zuladen kannst, wo man sich legen muss, wie viel wiege ich, wie viel wiegt der Sozius, wie viel Gepäck habe ich dran. Man könnte hier auch noch einen Topcase aufmontieren, also da muss man schon ein bisschen rechnen. Die Goldwing hat mich auch überrascht, nur 204 Kilo. Und das, obwohl sie eh schon, ich meine, da sind wir dann beim Gesamtgewicht deutlich über einer halben Tonne. Und die Africa Twin tatsächlich mit 218 Kilo, die am meisten fassen kann. Und ich glaube, deswegen auch vielleicht die Wahl für Leute, die damit um die Welt fahren oder so, die dann wirklich vom Reservereifen über extra Tank, Zusatzkanister mitführen und so, ist schon eine echte Weltenbummlerin. Also, weil du vorhin noch das Fahrwerk angesprochen hast, mir ist, ich bin lange Federwegen im Wohn, deswegen war es nicht so schwierig damit und ich finde das EERA, das elektronische Fahrwerkkontrolle, da drin ist echt göttlich. Vor allem die Umstellung. Ich habe es vom straffesten Modus dann auf den Offroad-Modus gemacht und dann ist es fast so eine Sänfte wie die Goldwing. Und du kannst aber sozusagen das Beste aus beiden Welten mit diesem elektronischen Management herausholen. Ich habe auch die Möglichkeit, Federvorspannung schnell zu verstellen. Das heißt, Zwei-Personen-Betrieb hinten drauf, einfach im Display umschalten. Geht bei der Goldwing auch. Bei der NT klassisch mit Handrad. Und da muss ich sagen, ich glaube so für die Straße, wenn sie das leibende Fahrwerk von hier noch hier hinein machen
als quasi S-Variante oder so, dann wäre das auf der Straße fast nicht mehr zu schlagen, weil dieses Umstellen auf sich ändernde Verhältnisse, das die elektronischen Fahrwerke von heute können, das, da kommst du mit einem konventionellen einfach nicht hin. Das ist halt ein bisschen aber so. Aber wo wir gerade bei Ausstattung sind, finde ich auch noch zu erwähnen, dass bei dem wirklich niedrigen Preis für das, was man bekommt, wirklich viel dabei ist. Man hat serienmäßigen Hauptständer, die Koffer sind serienmäßig dabei. Wir haben im Display so viele Möglichkeiten, Sachen einzustellen. Okay, es hat keine schräglagenabhängige Traktionskontrolle oder ABS, aber es hat wirklich wahnsinnig viel anderes. Die Griffheizung ist serienmäßig dabei. Ich finde, der Windschutz ist genial, es ist Hammer. Ich war jetzt davor 2 Wochen mit dem Naked Bike unterwegs, das weiß ich wirklich zu schätzen. Absoluter Negativpunkt ist das Windschild meiner Meinung nach. Es ist wirklich schwer. Das, es ist also ich gleichzeitig nicht, extrem gut und echt verbesserungswürdig. Gell? Ja, also ich der Windschutz nicht ist ein Wahnsinn. Ich kann es nicht während der Fahrt verstellen. Habe ich probiert. Ja. Aber ich glaube, das ist bei Honda auch immer so ein Sicherheitsthema. Egal, wenn es elektronisch geht, dann schon während der Fahrt. Aber auch bei der Afro Twin braucht man beide Hände, um das hoch und runter zu machen. Und bei der NT überhaupt, dann braucht man gerade am Anfang Kraft. Wobei ich sagen muss, der Fairness halber, wir haben die als Dauertest ja bei uns. Und nach dem 60. Mal rauf, runter geht es natürlich auch schon leichter. Also das spielt sich ein bisschen ein. Die Maschine ist ganz neu. Aber nichtsdestotrotz, Honda will nicht, dass du es während der Fahrt machst. Und wenn man es ganz nach oben gibt, ist der Windschutz auf der NT, und das war eine Überraschung für mich, eine Spur besser als auf der Goldwing, finde ich. Weil bei der Goldwing durch diese Busscheibe, die da vor allem hochfährt, habe ich das, was ich im Cabrio auch habe, dass sich der Wind hinten fängt und mir von hinten so ein bisschen ins Knack zieht, ins Genick zieht. Entschuldigung. Finde ich aber nicht schlecht, weil wir haben heute 29 Grad. Das fand ich sehr angenehm. Deswegen war mein Schild immer ganz oben und hatte ich dann dieses Cabrio-Feeling. Das war Absicht, also ja, smart. Genau. Aber du hattest gestern was erwähnt, Valentin, und zwar, du hast gesagt, wenn jemand das Geld für dieses Motorrad ausgibt oder diese Summe, egal welches Motorrad, dann beschäftigt er sich mit den Armaturen. Und das war gestern etwas für mich, wo ich gesagt habe, wow, das war jetzt eine komplette Overdose mit dem System. Aber klar, ich kaufe mir ein Motorrad, ich entscheide mich für ein Motorrad. Also gehe ich her und schaue erstmal die Benutzerbeschreibung an. Und was wir natürlich cool fanden, Juliane und ich, war, dass der Pocky uns das alles erklärt hat. Weil wir sonst aufgeschmissen wären. Und ich glaube, unser Fazit würde anders ausfallen, hätten wir uns erstmal nur so kurzfristig damit beschäftigt. Also einfach aufsteigen und machen und tun, finde ich jetzt nicht richtig, sondern ich denke schon, dass es... ist sofort intuitiv, aber wenn man sich das kauft, beschäftigt man sich einmal damit. Oder der Händler, der es einem erklärt, hey, pass mal auf, geh in den D-Modus, dann kannst du cruisen, geh in den S-Modus. Schau mal, den S-Modus kannst du unterschiedlich einstellen. Mhm. Also diese Sachen, hey, und jetzt könntest du trotzdem noch manuell einschalten und ähnlich wie beim Auto mit den Schaltwippen. Und jetzt gehst du her und kannst dieses Sportliche haben, was wir ja beim Motorradfahren lieben, wir gehen in enge Kurven. Also von dem her, wenn mir das einer vorher erklärt, bin ich ja ganz großer Fan von allen drei Motorrädern. Ja, es ist schon unglaublich. Also wir haben bei allen drei Modellen diese Möglichkeit der Apple CarPlay-Integration oder Android Auto. Also ich kann mir das Navi ins Display spiegeln lassen. Ja. Es sind zig Einstellmöglichkeiten, vor allem auf den beiden äußeren. Also Africa Twin mit dem Fahrwerk, bei der Goldwing kann ich sowieso, da haben wir von Radio über Navi bis hin zu Sitzheizungen verstellen. Also es ist wirklich, es würde jetzt den Rahmen sprengen hier. Es ist Auto, so. Wie heißt, du weißt schon, das A mit dem Kreis rum. Ah, Start-Stopp-Automatik. Ja, genau, mir hat das Wort gefehlt. Das fand ich bin total erschrocken. Ich bin übelst erschrocken, dass die auf einmal ausging und dann geht sie aber gut, wieder an. Alles gut, ja. Nein, natürlich bringen diese unzähligen Features auch eine gewisse Logik hinter sich mit, sie zu verstellen, und das ist hier sicher etwas, womit man sich beschäftigen muss. Aber wenn man es dann einmal drin hat, und ich habe eben den gewissen Startvorteil heute gehabt, dann ist es eigentlich sehr angenehm zu bedienen und funktioniert auch gut, auch stabil. Und das ist etwas, was die Connectivity-Lösung bei Honda, die haben sich halt dafür entschieden, nichts Eigenes zu machen, sondern auf diese Integration, die jeder hat ein Smartphone bei sich, einfach zurückzugreifen. Und das macht es im User-Interface einfach bekannt und deswegen für den User leichter. Und finde ich den richtigen Schritt. Man muss das Rad nicht selber neu finden, wenn ein anderer schon ein gutes Rad hat und passt. Die Golding hingegen, da hat man echt 360 Seiten Bedienungsanleitung, die kann man mal durcharbeiten, wenn einem Fahrrad ist. Also pro Kilo eine Seite? Sozusagen, ja, genau. Nein, gut, ich glaube, wir hatten so ein bisschen das Genussthema heute auch mit dabei. Wir sind ja auch gut untergebracht gewesen, wir haben uns richtig schön gut gehen lassen mit diesen drei Motoren. Ich glaube, es war ein stimmiger Ausflug, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde es gerne wieder machen. Ja, gern. Also dieses Thema Genuss und Motorradfahren, ich glaube auch in Zeiten, wo eben über Streckensperren gesprochen wird, wo wir überall Geschwindigkeitsbeschränkungen haben und so,
Fahrt mal mit sowas, fahrt mal mit etwas, wo eine Entschleunigung stattfinden kann. Gerade die Goldwing ist da ein perfektes Beispiel. Weil mit der, mit 60, 70 so durch den Wald zu cruisen, da kann man die Vögel noch hören. Der seidenruhige Sechszylinderboxer nimmt dir da keine Freude dran an der Ruhe hinter dir. Und ist mal ein anderes Thema. Also schreibt uns gerne vielleicht drunter. Heißt aber nicht im Umkehrschluss, weil wir alle DTC-Modelle haben, dass wir nur mit DTC cruisen können. Also was ganz, ganz wichtig ist, ich meine auch, dass dieses DTC, nur um das noch zu addieren, ich glaube, den Rennsport nochmal komplett umschmeißen wird. Weil das haben wir ja im normalen Autorennsport genauso, sequenzielles Getriebe und so weiter und so weiter. Das wird ja alles schneller, schneller, schneller und das sportlich abgestimmt. Wenn ich jetzt noch, jetzt komme ich vom Radlfahren, jetzt hätte ich gerne noch die Fußbremse weg und mache die da oben hin. Weil da ist ja nichts mehr. Dann habe ich quasi links mein Hinterradbremse, rechts mein Vorderrad. Oh Gott, also, nein, ich komme da. Nein, aber nochmal, es ist ja alles offen. Das heißt, auf der einen Seite kann ich cruisen, auf der anderen Seite kann ich sportlich fahren. Und es ist ein Add-on, wo ich sagen kann, hey, es ist eine Technologie, die ist wirklich geil. Ob ich das brauche oder nicht, bitte für euch entscheiden, ganz klar. Würde ich auch aber sagen. Sich da dagegen stellen, ist ein totaler Schmarrn, weil sonst hätten wir heute nur noch Schaltautos und es werden immer mehr Automatik. Voll, schreibt uns gerne drunter, wie eure Erfahrungen mit DCT sind. Seid ihr schon mal gefahren oder nicht? Eine Anekdote von Baranes, dann höre ich schon auf damit versprochen. Er hat mir erklärt, also warum er es super findet. Naja, wenn du in voller Schräglage nochmal raufschalten willst, bei 46 Grad bei der Afrika oder so, also für wen das ein Argument ist, dann brauchst du das DCT, sonst geht es ja gar nicht. Also stimmt schon. Juliane, vielleicht für dich jetzt auch Genusstour, welche wäre da deine Wahl? Ist das anders als die reine fahraktive Beurteilung? Bei Genusstour wäre trotzdem meine Wahl auf der Africa Twin. Eben durch den hohen Lenker. Ich fand das einfach total komfortabel. Man kann sportlich, aber man kann auch entspannt einfach. Und ja, für mich kann die einfach alles. Und ich finde auch den schmalen Sitz total angenehm, weil sich wahrscheinlich eh viele fragen. Ich bin 1,69 groß und wie ich mit diesen Fahrzeugen da zurechtkomme. Und die ist natürlich ein bisschen höher noch als die NT. Ja, 850 aber, haben wir hier. Genau, 830 oder 820 auf der NT. Aber sie hat einen breiteren Sitz und die hat einen schmäleren Sitz. Deswegen ist da gar nicht so viel wie ich auf den Boden komme. Und ja, wie gesagt, das Rangieren und alles, das geht trotzdem super gut. Und aber ich kam auch hier gut zurecht und die Goldwing ist noch mal ein Stück tiefer, oder? Hatte ich das genau, Gefühl? Die ist, also ich habe sie nicht im Kopf, aber wir sind deutlich unter 800 mm. Also ich glaube eher Richtung 700 sogar. Das ist auch von der Sitzposition noch was ganz anderes. Ja, aber wenn die, also die hat einen total bequemen Sattel. Das war unfassbar, wie bequem dieser Sattel war. Das ist mir sofort aufgefallen. Aber wenn der ein bisschen schmäler wäre, ich glaube, dann würden sich kleinere Menschen noch leichter tun. Und ich hatte ehrlich gesagt so einen Heidenrespekt, bevor ich auf die aufgestiegen bin, weil ich mir dachte, Alter, dieses Schiff, wie soll das vor allem bei so Fotofahrten, ja, musst du ganz schnell umdrehen und das ist manchmal echt eng. Und dann dachte ich mir, ui, das wird interessant, aber ich war erstaunt, wie gut es ging und wie wahnsinnig gut die ausbalanciert ist, wie super ist Punkt, die man dosieren kann und tatsächlich, wie er auch es meint, man schwebt über den Boden, wirklich, also man schwebt so über den Boden und was aber trotzdem mich jetzt meine Entscheidung zur Africa Twin gehen lässt, ist einfach, dass mir das Kurvenfahren einfach, ich fühle mich hier drauf sicherer und auf der NT 1100 auch, weil ich noch nicht genug Erfahrung mit so einem großen Schiff habe, dass ich kann nicht richtig einschätzen, wie weit ich runtergehen kann. Ich habe immer das Gefühl, oh Gott, wenn ich mich zu weit reinlege, da könnte was kratzen und da habe ich mich einfach sicherer hier gefühlt. Deswegen wäre es für mich entspannter, auf einem dieser beiden Modelle unterwegs zu sein. Ganz besonders auf der Africa Twin. Okay, ein Punkt, der mir noch gekommen ist, wo du gesagt hast, für kleinere Personen geeignet, ist sie, finde ich, und was es auch noch erleichtert, wir haben ja diesen Kriechgang. Vorwärts und rückwärts kann das mit 3 km/h bewegt werden. Das heißt, beim Rangieren hilft das natürlich schon auch, weil das Gewicht doch erheblich ist. Aber ich finde, das Gewicht verschwindet, sobald du 10 km/h fährst. Dann ist das so dermaßen stabil und schön ausbalanciert, wie keine andere der drei, muss ich sagen. Und deswegen ist mein Genusstipp, also für euch da draußen auch. Tibor. Er hat gewonnen. Ja. Dann sind es 2. Aber Emotion ist die Africa Twin. Das ist zum echt Schnellfahren super. Das ist zum Cruisen. Und wir sind auf der Genusstour. Und deswegen Honda Goldwing 1800. Was haben wir? Airbag und Tour. 1800 genau. Tour, genau.
Ja, ich glaube, wir haben das ganz gut umrissen. Kommt mal, wenn ihr noch nicht da wart, in den Taunus Motorrad fahren. Das ist super schön. Ich war echt überrascht und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Juliane, dass du mit mir unterwegs warst. Ich bedanke mich bei dir, Tibor, dass du mit mir unterwegs warst. Ich glaube, wir werden uns noch einmal nach einem Kaffee stoppen, das ist, glaube ich, noch wichtig, werden wir uns dann nochmal in die Sättel schwingen und noch ein paar Kilometer abspulen, bevor es dann zurück nach Hause geht. Danke euch fürs Dranbleiben, danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch getaucht hat, einfach Kanal abonnieren, am besten jetzt gleich. Und bleibt uns gewogen. Bis bald. Ciao.